Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem neuen, speziellen Video. Es ist diesmal eine Mischung aus einem Kanal-Update, eine Art Werbevideo, auch wenn es nichts mehr zu bewerben gibt, und natürlich dem Silvester-Gewinnspiel. Zunächst erstmal, die Matte 2018 ist da, allerdings sind auch alle Exemplare schon direkt wieder verkauft mit einem Umsatz von 200 Euro. Es waren 5 Stück da, 2 für mich, eigentlich zu zeigen, eine OVP, sowie 3 zum Verkauf. 2 wurden schon im Voraus verkauft 2017, bevor die überhaupt da waren, und eine jetzt eben an Yugi Kitty, die ich jetzt demnächst zuschicken werde. An der Stelle nochmal, es kann ein bisschen dauern, liebe Yugi Kitty, ich bin im Monat etwas knapp. Ich habe deswegen auch no money vor Versand aktuell, also das wird wahrscheinlich bis Ende des Monats brauchen. Ja, bei der Matte muss man sagen, sie ist von der Druckqualität her, von der Oberfläche, wesentlich besser als die letzte. Bei der letzten war es mein Fehler, ich habe nämlich den Filter hier drüber gelegt und das hat das Ganze so ein bisschen verwaschen aussehen lassen. Das ist hier nicht mehr so, hier ist alles gestochen scharf. Und diesmal ist es so, dass wirklich auch das House of Cards hier draufsteht. Bei der letzten Matte hat ja das House of Cards 2017 gefehlt und eben hier unten das Logo sowie der goldene Rahmen, der hat auch gefehlt. Ja, aber auch diese Matte hat natürlich wieder ein Defizit. Er hat es natürlich wieder nicht hundertprozentig hinbekommen. Und zwar hat es hier an den Ecken, falls ihr das seht, der Rahmen ist ein bisschen, ja, also... Das lag aber nicht an meinem Design. Mein Design war optimal, es war perfekt. Man kann es auch auf den Werbebildern, als ich es angekündigt habe, sehen, habe ich das Design ja gepostet. Und auch der obere Rahmen ist ein bisschen dicker als der seitliche, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, wenn man von oben drauf guckt. So, man sieht auf den ersten Blick wirklich, auch wenn man weiß, was hier der Defizit ist, man erkennt es fast nicht. Es sieht trotzdem extrem gut aus und dementsprechend bin ich auch relativ zufrieden. Eigentlich sollten noch die 2017er Matten 2 Stück nachgedruckt werden mit goldenem Rahmen, den 2018 und so weiter hat er vergessen. Muss ich also nächstes Jahr machen lassen. Und ich hoffe, dass er es dann nicht vergisst. Allerdings wird wohl bei den nächsten Matten möglicherweise der goldene Rahmen fehlen. Da bin ich mir allerdings noch nicht so sicher. Ja, wie auch immer. Wo war ich jetzt? Genau, die Matten sind so weit weg und jetzt geht es erstmal weiter. Und zwar habe ich natürlich noch das Weihnachtsgewinnspiel. Das Weihnachtsgewinnspiel, das Silvestergewinnspiel besteht darin, ihr könnt die Matte, die ich das letzte Jahr jetzt hatte, nämlich diese hier, die könnt ihr gewinnen. Ist die ich halt für meine Videos verwendet habe. Ist ein bisschen schmutzig geworden, muss ich also nochmal waschen. Ist aber nichts, was ich nicht rausbekommen würde. Ich habe auch für mich selber nochmal eine OVP natürlich und genauso wird das dann nächstes Jahr auch mit der hier laufen. Nächstes Jahr Silvester bekommt ihr dann die ihr hier seht. Und ich habe mir natürlich auch noch OVP dann eine zurückgelegt. Genau, was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Diesmal verlange ich ein bisschen mehr für euch, von euch. Und zwar müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, was eure 3 Lieblingsfolgen oder meine 3 Lieblinge, eure 3 Lieblingsvideos auf meinem Kanal sind. Ich wähle dann halt durch Zufall einfach eine Person aus. Es sollte auch eine Begründung drinstehen, warum diese Folge denn eure Lieblingsfolgen sind. Also die Top 3 in die Kommentare schreiben mit Begründung, warum. Und ich wähle mir dann einen aus. Gut, zu guter Letzt, warum kommen zurzeit kaum Videos? Ich habe kaum Neuzugänge. Ich habe ja aktuell das Kaufen so ziemlich auf Eis gelegt. Ich kaufe aktuell mehr Zubehör, Toppler oder etc., dass ich meine Karten besser verstauen kann. Und ich will ja bis 2000 und... oh Gott, lasst mich nicht lügen. Bis 2020 will ich, oder ja, Ende 2019 halt, will ich alles abgezahlt haben mit meinen ganzen Händlern. Und dann habe ich einen neuen Händler am Start, Europas größten Card-Market-Händler. Und da habe ich überhaupt keine Kartensorgen mehr. Also ich kriege da, ich kriege auch 2 Karten dann irgendwann, die es nur 2-mal auf der Welt gibt. Einmal Kinglandia und die andere habe ich vergessen vom Namen her. Genauso wie ein Cyberstein kriege ich auch nochmal von dem im Laufe der Zeit und natürlich auch anderen teuren Stuff, Minerva Ultra und so weiter. Also da habe ich gar keine Sorgen mehr in der Richtung. Dementsprechend kann ich den Part mit, dass es keine Karten auf der Ausstellung zu sehen geben wird, die es nur 1 oder 2-mal gibt, auch streichen, weil ich werde ja dann Karten haben, die es nur 1 oder 2-mal gibt. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenfortschritt und natürlich sieht es halt auch spendenmäßig aktuell echt schlecht aus. Also die letzte Spende kam jetzt von der Yugi Kitty, das waren dieses 6 Samurai Stuff, aber so großartige Sachen, wie wir sie jetzt die letzten Monate hatten, ganze Sammlungen teilweise, die sind natürlich nicht immer drin, die sind eigentlich eher selten drin. Ich persönlich wundere mich ja schon darüber, dass es so viel war. Ne? Ich habe, ich glaube, über 2 oder 3 Sammlungen gespendet bekommen, teure Karten noch und nöcher, wenn man an Peter Streuke denkt, eigentlich heißt er ja Daniel, ne? Aber das war halt damals so sein Nickname. Richtig krass, das ist eigentlich mehr, als ich jemals erwartet habe. Ich habe eigentlich nie irgendwas erwartet in der Richtung. Und dementsprechend ist das, was wir bekommen haben, schon krass genug, aber es ist jetzt halt tatsächlich so, dass ich da sitze und nichts habe. So. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie machen wir weiter.
Vorschläge, irgendwelche Sondervideos. Ich kann mir nochmal einen Teil meiner Sammlung zeigen ab und zu. Ich werde mir auch ab 2018 Sammlungen kaufen, günstigerer Natur, auf eBay. Versuche ich, wenn ich Glück habe, für Mega Openings was Günstiges zu ergattern. Ich habe mir jetzt in meiner Berechnung für nächstes Jahr ungefähr 80 Euro mehr für mich selber eingerechnet, 80 bis 100 Euro, dass ich da ein bisschen Spielraum habe. Aber bis dahin sieht es ein wenig mau aus. Gut, das war's dann eigentlich soweit. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen, auch wenn man keine Karten gesehen hat, die tolle Matte hier. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, also an Silvester zur Auflösung, Punkt 0 Uhr. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.